Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Peter. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie man eine Passwortliste erstellt mit dem Programm Crunch. Ich benutze, wie ihr seht, Linux Mint und ihr könnt auch hier mit dem Terminal im Linux Mint diesen Tool erstellen, Crunch genannt, und man erstellt sich damit eine Passwortliste, die man braucht, wenn man ein anderes Tool, wie zum Beispiel Hydra, benutzt, dass der Reihe nach alle möglichen Passwortkombinationen ausprobiert, um euer verlorenes Passwort wiederzufinden. Und das ist auch schon das, was ich euch ans Herz legen möchte. Das, was ich euch hier zeige, dürft ihr nur benutzen, wenn ihr euer eigenes Passwort wiederherstellen wollt oder wiederfinden wollt in diesem Fall. Ansonsten ist das illegal. Gut, in dem nächsten Video würde ich euch auch erklären, wie man Hydra installiert, wie man es benutzt, wofür man das benutzen kann. Heute geht es, wie gesagt, um die Erstellung von einer Passwortliste. Als allererstes öffnen wir ein Terminal und ich habe das hier in diesem Fall schon gemacht, aber ihr solltet euch Crunch installieren mit dem Befehl sudo apt-get install crunch. So, wenn ich jetzt Enter drücke, mein Passwort eingebe, dann müsste er mir eigentlich sagen, dass er installiert ist. Ja, es ist schon installiert. Ich habe es schon, also brauche ich es nicht. Mit Clear lösche ich den Terminal wieder und wir können jetzt also direkt loslegen. Wir stellen uns einmal vor, wir haben unser Passwort von unserem Windows-Rechner vergessen und brauchen jetzt eine spezielle Passwortliste hierfür. Wir wissen, wir haben damals nur Zahlen genutzt und das Passwort war sechsstellig. Also geben wir ein Crunch, Leerzeichen. Jetzt tippen wir hier ein, wie vielstellig unser Passwort ist, also von 6 bis 6. Ansonsten müssten wir, wenn wir nicht mehr sicher sind, von 1 bis 8 oder von 2 bis 8 oder was auch immer, wieder eine Leerzeile lassen. Und jetzt geben wir ein, wenn wir noch wissen, welche Ziffern wir benutzt haben, aber nicht die Reihenfolge, haben wir es sehr einfach. Ansonsten müssen wir alle möglichen Zahlen eingeben von 0 bis 1 und das ergibt noch eine einigermaßen kleine Datenmenge. Wenn wir jetzt einmal Enter drücken, fängt Crunch sofort an, hier im Terminal das Ganze durchzurechnen. Ich weiß nicht, 10 Millionen Zahlen, Kombinationen sind möglich. Ja, da haben wir es. Wenn wir es jetzt mal größer machen, wir sehen also alle möglichen Zahlenkombinationen. Wieder einmal sauberen Bildschirm und jetzt zeige ich euch, wie wir diese Passwortliste abspeichern, damit wir sie später auch benutzen können, zum Beispiel im Programm Hydra. Also wieder Crunch, Leerzeichen. Wir hatten gesagt, 6 Ziffern ist unser Passwort eventuell lang und wir nehmen alle Zahlen, die es gibt, Leerzeichen. Jetzt sagen wir Ihnen, speicher bitte diese Passwortliste in einer Textdatei ab, minus 0, Leerzeichen. Jetzt kommt der Name, wie soll sie heißen? Passwort, Liste 1, vielleicht machen wir ja noch mehrere, Punkt, LST. Und wenn wir jetzt Enter drücken, zeigt er uns, wie viel sind es? Oh, 10, keine Ahnung, ich habe in Mathe nie aufgepasst. 10.000 Zeichen, 10.000 Passwortkombinationen, so wie auch immer. Die Liste müsste jetzt erstellt sein und ich schaue in meinem privaten Ordner und da sehen wir schon, da ist Passwortliste 1, hatten wir sie genannt. Wenn wir sie jetzt mal öffnen, dann sehen wir schon, er muss sie extra laden. Was ich mit dem extra laden meine, ist, ich habe in den letzten Tagen es häufiger erlebt, dass der PC sich aufhängt, weil die Passwortlisten teilweise so groß waren, dass er dadurch abgestürzt war. So, wir sehen jetzt hier die ganzen möglichen Kombinationen und man kann natürlich auch jetzt, wenn man jetzt möchte oder sich erinnert, ja, ich glaube, das Passwort war sicherlich doch irgendwas anderes. Nennen wir es Detlef und wir sind uns nicht mehr ganz sicher, Detlef oder es waren die Zahlenkombi. Dann haben wir jetzt hier oben schon an dritter Stelle den Detlef. Wir speichern das wieder ab, schließen das. Und wenn wir jetzt diese Passwortliste benutzen, dann ist an dritter Stelle, wird ausprobiert, ob es der Detlef ist. Und ist es der Detlef, haben wir unser Passwort relativ schnell wieder rekonstruiert.
Jetzt zum Schluss zeige ich euch nochmal, wie viel Sinn es eigentlich macht, sich ein längeres Passwort auszudenken. Wir geben wieder ein Crunch und stellen uns jetzt mal ein normales Router-Passwort vor, was aus 20 Zahlen besteht, und geben jetzt die Ziffern hier ein. Von 0 bis 1 ist also unser Passwort lang. Alle Zahlen kommen vor und das Passwort ist 20-stellig. So, wenn wir jetzt wieder minus 0, damit er das abspeichert, und denken wir hier einen Namen aus, dann sehen wir schon, wie wesentlich umfangreicher diese Passwortliste ist. Wir sind hier also bei mehreren Millionen Terabyte schon. Und es ist natürlich keine Chance, ich stoppe das einmal hier, das auf meinem Rechner abzuspeichern. Da bräuchten wir schon einen Superrechner und wir bräuchten mehrere Jahre. Um na, Jahre, das müsste man mal ausrechnen lassen. Es gibt im Internet eine Tabelle, wie lange der Computer oder der PC rechnet, damit er all diese Passwörter ausprobiert hat. Gut, also zum Schluss nochmal. Es macht durchaus Sinn, sich vorher zu überlegen, wie sah mein Passwort aus, wie viele Stellen, wie viele Buchstaben, wie viele Zeichen, um das Ganze etwas einzugrenzen. Ansonsten müsste man dann mit einem Programm wie Hydra und der verwendeten Passwortliste wirklich einige Tage und Wochen warten, bis das Passwort mit dieser Brute Force-Attacke wiedergefunden wurde. Okay, denkt dran, das, was ihr macht, bitte nur mit eurem eigenen Account oder eigenen PC, ansonsten ist es nicht erlaubt. Ich danke euch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.